Hi Lieben, heute gibt's von mir mal einen kleinen großen Haul. Ich habe mir nämlich einen neuen Filofax bestellt. Ihr kennt ja bestimmt meinen Filofax in der Größe Pocket. Wenn nicht, kann ich euch das Video zum Thema Schreibtischorganisation und Filofax nehmen, wo ihr den auch ziemlich genau seht, nochmal unten in der Infobox verlinken, wenn ihr euch das zuerst angucken wollt vielleicht. Auf jeden Fall ist mir die Größe Pocket so ein bisschen einfach zu klein geworden, also natürlich ist es immer noch perfekt für die Handtasche, aber ich wollte einfach mal probieren, wie es so ist mit einem Personal. Und ich habe dann so ein bisschen auf Amazon rumgeguckt, wie ich das halt immer so mache, abends, wenn man sich vor dem Lernen drücken will. Ja, dann habe ich da ungefähr 10.000 wunderschöne Filofaxe gefunden. Dann habe ich nochmal auf der Filofax-Seite geguckt und habe da natürlich noch viel schönere gefunden, noch viel teurere. Dann wollte ich mir erst diesen Patent in der Farbe Duck Egg bestellen. Dieser, der so richtig schön mintgrün-blau ist. Aber ja, mir hat dann dieses, ja, dieser Patent, also dieses extrem glanzvolle Material irgendwie nicht so gefallen, weil das kam mir so plastikmäßig vor auf dem Foto. Und dann habe ich den gefunden, den Filofax, den ich haben wollte. Und zwar ist das der Filofax Willow. Ihr habt es bestimmt schon gelesen unten. Und der ist eben in so Pastellfarben und ich finde den so wunderschön. Ich bin verliebt. Ich habe mir den auf Amazon bestellt für 35 Euro. Und ja. Dann gehen wir jetzt mal rüber zu meinem Schreibtisch und ich zeige euch, was ich noch so gehault habe. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. So, angekommen auf dem Schreibtisch. Ich hoffe, es wackelt euch nicht zu sehr. Ich zeige euch jetzt zuerst meinen neuen Filofax. Das ist das Modell Willow und das ist die Größe Personal. Und damit ihr die Größe ein bisschen besser einschätzen könnt, habe ich jetzt auch meinen Pocket mitgebracht. Ja, also das ist circa das Größenverhältnis. Das ist eben der Personal und das ist hier Pocket. Ihr seht es, wenn ich es aufeinander lege. Man sieht natürlich logischerweise, dass der hier wirklich viel dicker ist im Moment. Aber hier kann natürlich noch viel mehr rein. Also, mein neuer Filofax. Ich denke mal, ich zeige euch das jetzt einfach so von oben, falls sich das Gewackel nicht so sehr stört. Ihr seht, von außen, der hat dieses schöne Muster, deswegen auch Willow. Ich glaube, das ist, Willow ist, glaube ich, eine Weide. Und dieses Modell ist seit Frühling in dem Sortiment von Filofax. Übrigens nur mal am Rande, stört euch nicht an meinem Scheiß, den ich hier hingekritzelt habe. Das sind nur irgendwelche Notizen. Ja. Ihr seht, der hat hier so eine Schnalle mit Druckknopf, die auch ziemlich fest hält. So. Und außerdem geht diese Schnalle eben einmal rum. Und die ist nicht, die ist nicht hier hinten drauf genäht, sondern vielleicht könnt ihr es erkennen, die geht da hinten so rein. Das finde ich eigentlich ziemlich schön. Das Material, ich glaube, das heißt PU oder sowas. Das ist auf jeden Fall Kunststoff. Das ist so, ja, so wie wattiert. Also das ist so ganz weicher Kunststoff und ich habe auch das Gefühl, dass der relativ resistent und beständig ist. Also ich habe jetzt nicht Angst, das ganze Teil irgendwie zu zerkratzen oder kaputt zu machen oder so. Ja, und dann klappe ich den jetzt mal für euch auf. Also so sieht das gute Stück von innen aus. Ich denke, ihr kennt die Farbe. Von innen ist es ein bisschen ein anderes Material, das ist nicht so weich und eher so ein bisschen robuster. Hier steht auch Filofax Willow Personal Organizer. So sah es auch von vorne aus, als es gekommen ist. Ich habe den jetzt schon mal. Dann seht ihr jetzt hier natürlich, ja, dieses, wie heißt das? Das ist so Kunststoff, keine Ahnung, das beschützt sozusagen das Material noch von den Ringen. Ich habe das noch nicht rausgemacht. Und der Filofax kam mit, ich kann es euch gerade mal zeigen, diesen Einlagen. Das ist ganz normal der Monat auf, der Monat, ja. Die Woche auf zwei Seiten. Ganz standardmäßig sozusagen. Und da ich ja jetzt in der Mitte des Jahres bestellt habe, ich habe übrigens nicht bei der Filofax-Seite bestellt, sondern bei Amazon. Ich verlinke euch das alles in der Infobox. Der hat 35 Euro gekostet. Ich hoffe, ich habe das schon mal irgendwo gesagt. Also der Filofax hat 35 Euro gekostet bei Amazon, der kostet aber auf der Filofax-Seite auch 35 Euro. Was einfach daran liegt, dass es halt kein echtes Leder, sondern so Kunststoff ist. So, also wie gesagt, eine Woche auf zwei Seiten. Da ich in der Mitte des Jahres bestellt habe, habe ich jetzt von 2014 die Einlagen von Juli bis Dezember und das ganze Jahr 2015 und darüber habe ich mich echt gefreut. Dann, ja, seht ihr hoffentlich meine To-Do-Liste nicht. Dann kamen die Einlagen für To-Do. Das sind halt so ein paar Seiten, vielleicht so fünf. Ja, vier.
4 Seiten mit To-Do. Dann kam eben noch ganz normal diese Notizseiten und noch hier bunte Seiten in Blau, Grün und ja, Magenta, Rosa. Ja, dann hier ganz normal diese Seiten. Und worüber ich mich auch ziemlich gefreut habe, es kam auch noch solche, ja, für die Schule. Da sieht man dann so eine Fächerübersicht und dann kann man da seine Noten eintragen und alles. Das fand ich ziemlich cool. Und ja, also insgesamt waren es 2 Flyleafs, den zweiten habe ich schon draußen. Und eben hier noch so ein, wie heißt es, so eine Klarsichtfolie, die ziemlich robust ist. Und ihr seht übrigens auch hier, das ist der Stiftehalter, der ist elastisch. Das heißt, ihr könnt da Stifte reintun, die so groß sind, wie ihr wollt. Ich zeige euch jetzt nochmal die Einlagen, die mit dem Philopex geliefert wurden. Ja, so sahen die mitgelieferten Einlagen aus. Hier seht ihr übrigens auch das zweite Flyleaf. Und es kamen noch ein paar Einlagen, die ich halt schon rausgetan habe. Unter anderem eben Adressen und dann halt noch solche allgemeinen Informationssachen. Ja, das habe ich alles draußen, weil ich benutze das einfach nicht für Adressen. Das habe ich alles in meinem Handy. Und ja, es sind halt diese standardmäßigen Divider hier, die ich wirklich nicht so schön finde. Weshalb ich ja auch direkt schon neue gebastelt habe. Was ich euch auch nochmal genauer zeigen wollte, ihr habt bestimmt hier die Kartenschlitze schon gesehen. Hoffentlich. Das sind hier 6 Kartenschlitze und hier ist noch ein großes Fach. Und auf der Rückseite von der ganzen Geschichte, hier hinten, ist auch nochmal ein großes flaches Fach. Ja, das wollte ich euch auch noch zeigen. Der Regenmechanismus ist ganz normal. Das ist hier. Dann kam natürlich dieses Lesezeichen noch. Ich hoffe, dass es euch jetzt nicht alles zu durcheinander hat. Und wackel, wackel. Ja, ich denke mal, das wäre es zu meinem Philopex. Falls ihr noch irgendwie Fragen habt, ich denke, ihr werdet den noch ein bisschen öfter im Video sehen. Und ja, ich mache weiter mit meinem Xenos-Haul. Bevor ich euch jetzt diese ganzen Washi-Tapes in die Kamera halte, wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar habe ich mir einen neuen Stift gekauft, der Pilot Friction in Schwarz. Der ist aus... Wow, er fällt. Aus dem Mac Paper gewesen und... Lass mich lügen, ich glaube, er hat 2,50 Euro oder so gekostet. Geht mal gucken, der ist nämlich super cool. Der ist nämlich wegradierbar, sieht aber aus wie so ein ganz normaler Gel-Kugelschreiber. Und der ist echt optimal, weil der null durchdrückt beim Philopex. Das wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen, so als Tipp. Ja, und dann seht ihr jetzt quasi schon meinen Haul. Ihr seht ja, wie die hier verpackt sind. So sieht das aus. Hier ein Dreierpack. Ich kann euch ja schon mal die Preise sagen. Der Dreierpack hat 1,29 Euro gekostet. Und diese Päckchen hier haben jeweils 1,99 Euro gekostet. Und ich zeige euch die Tapes jetzt noch ein bisschen genauer. Als erstes habe ich mir geholt so einen Zweierpack. Und zwar sind das diese mit den Schnurrbärten. Und die finde ich total cool. Und vor allen Dingen, ich meine, eins hat nur 1 Euro gekostet. Und das Lustige war, nach Xenos war ich nochmal kurz im... Ja, heißt es Bastel, irgendwas mit Bastel, Bastel, hä? Bastlerzentrale, ah. Und da habe ich ein Washi-Tape gesehen, das 1 zu 1 genau so aussah und das hat 3 Euro gekostet. Also ich finde, ich habe echt ein Schnäppchen geschossen. Das zweite ist hier sowas, das eine ist hier so bunt. Und das zweite ist hier mit so komischen, lustigen Sprüchen drauf, VIP und keine Ahnung. Das fand ich einfach mal lustig, auch wie gesagt 1,99. Der zweite Pack ist mit so einem weißen, mit schwarzen Punkten. Und eben noch eins, das ich auch total cool finde, wo auch so Schnurrbärte drauf sind. Ich weiß nicht, die hatten da sowas irgendwie. Das finde ich auch cool. Vor allem die Farben finde ich schön. Und das dritte, was am wenigsten gekostet hat, obwohl es 3 Washi-Tapes enthält. Ich glaube aber, es könnte auch sein, dass da eben sehr wenig drauf ist auf diesen Washi-Tapes. Also dass es eben nicht so viel ist, aber trotzdem. Also, hallo, 1,29 für 3 Stück. Und so von der Haptik her, würde ich mal sagen, dass die nicht so eine schlechte Qualität haben. Also die fühlen sich an wie richtiges Washi-Tape. Vor allen Dingen das hier, das ist so ein bisschen rauer, das hier ist sogar noch so ein bisschen glatter. Und die anderen auch alle. Also ich glaube wirklich, dass das echt ganz gute Tapes sind für so einen günstigen Preis. Also ich bin echt begeistert davon. Da müsst ihr auf jeden Fall mal gucken gehen, weil... Hallo? Super cool, Washi-Tape und so. Ja, dann gebe ich jetzt mal zurück zu mir am... Wow. Ja. Ich gebe zurück zu mir im Sitzen und sage euch Tschüss und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wollte euch übrigens noch was zeigen.
eben, wo ich gerade am Schreibtisch war, habe ich mir gedacht, ach, dekoriere ich doch mal die nächste Woche. So, und jetzt pass auf, ich habe die coolste Woche der Welt dekoriert. Ist das nicht die allercoolste Woche, die ihr je gesehen habt? Ich meine, diese Schnurrbärte und diese Farben und außerdem, man bemerke, dass es einfach perfekt zum Innenleben des Filofax passt. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich euch so genau meine Divider gezeigt habe, aber ich liebe diese Divider. Ich finde die einfach so schön und ja, das ist dieses Scrapbooking-Papier, was ich euch auch in dem ersten Video schon mal gezeigt hatte, das ich echt mega schön finde. Und leider, ja, ist es jetzt, also diese Farben habe ich jetzt nicht mehr. Das war jetzt das Letzte, was ich mit diesen Farben basteln konnte, deswegen war der Druck gestern beim Basteln extrem groß. Ja. Übrigens, schreibt mir doch mal, falls ihr auch so einen habt, ob ihr dieses Schonmaterial da rausgenommen habt oder ob ihr es drin gelassen habt, weil es sieht nicht schön aus, aber es bringt halt was und jetzt bin ich mir irgendwie mega unsicher, ob ich es rausmachen soll und ich weiß nicht. Auf jeden Fall wird mein nächstes Projekt Lesezeichen basteln, weil ihr wisst ja, dass ich diese Filofax Lesezeichen ein bisschen hässlich finde. Dazu habe ich übrigens ein DIY gemacht, ein Do-It-Yourself. Das verlinke ich euch auch in der Infobox. Das wird eine frei gefüllte Infobox. Ja. Übrigens, was ich jetzt noch am Ende sagen wollte, das hätte ich eher am Anfang sagen sollen. Entschuldigt so ein bisschen meinen Aufzug. Ich bin nämlich gerade aus der Uni gekommen. Ja. Und diese Bluse werdet ihr in einem Haul-Video sehen, das ich wahrscheinlich nächste Woche hochladen werde. Ich war nämlich mal wieder ein bisschen shoppen und ja. Okay, das war es jetzt von dem Video. Ich habe es eh schon total in die Länge gezogen mit meinem Palaver. Deswegen sage ich jetzt mal Tschüss und ich hoffe, dass ihr euch meine nächsten Videos auch wieder anguckt.